Ja, moin zusammen. Ja, nachdem ich jetzt noch ein Kundenfahrzeug repariert habe, einen anderen, da wo sollte besser nicht gefilmt werden, deswegen machen wir das jetzt mal so. Also, wir sind uns einig, die Bremsen lassen wir mal sein. Das ist mehr als ein Millimeter hier. Ne? Und das da ist auch nicht mehr viel wert. Moment, ich mach mal Licht an. So. Ja, das ist auch nicht mehr viel wert, ne? Sind wir uns einig, denke ich. An sich gar nicht schlecht. Problem, wo verschwindet die Bremsflüssigkeit? Bis jetzt sehe ich keine feuchte Stelle. Die Garage bei denen war komplett nass hier vorne auf der Seite. Verdächtig immer sowas hier, ne? Warum der TÜV das nicht bemängelt hat, weiß ich auch nicht, muss ich sagen. Also ehrlich gesagt, das ist schon Endstadium in der Richtung. So, jetzt besorge ich mal irgendwas zum drunterstellen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, wie man sieht, Schüssel drunter. Bremsflüssigkeit habe ich aufgefüllt. Schauen wir mal. Was da passiert. Mal pumpen. Also ich sehe immer noch nichts. Also hier von der Seite sehe ich nichts. Schauen wir mal. Ich glaube, ihr seht das eher als ich. Schauen wir mal ein bisschen näher. Kann ja im Grunde genommen nur irgendwas hier sein. Ne? Ich fülle noch mal ein bisschen nach. Mittlerweile was. Tja. Also ich sehe im Behälter nichts. Ich sehe hier nichts. Das ist mal seltsam. Ja, hier ist alles trocken. Sehr, sehr, sehr seltsam. Bleibt eigentlich nur eins, einmal komplett entlüften und dann zusehen, wo es rauskommt. Ne? Was natürlich auch noch sein kann, Hauptbremszylinder. Ne? Ich mag ja spannende Sachen, ne? Nicht. So spannend muss es dann auch nicht sein. So, Deckel wieder drauf, ist letzter Versuch. Der Deckel macht eigentlich nichts aus. Letztendlich ist das ein Brems, das ist ein Kolben, der hin und her geht. Und der pumpt. Und hier vorne auf dieser Seite war ein fetter Fleck. Jetzt gucke ich nochmal hinten, vorsichtshalber. Hinten ist auch nichts. Bremskreis ist ja der hier. Und hinten rechts. Vorne rechts, hinten links. Ne? Das sind die beiden Bremskreise. Die anderen Bremskreise, beziehungsweise der andere Bremskreis funktioniert auch, aber hier ist einmal gar nichts.
sehr eigentümlich. Sehr, sehr, sehr eigentümlich. Ich schnapp euch mal. Ja, keinen blassen Schimmer. Ich habe das jetzt aufgefüllt. Hab gepumpt. Kommt nichts raus. Also wie gesagt, der hat hier vorne, der stand mit der Front praktisch in der Garage, also drin. Und vorne auf dieser Seite war eine riesen Lache. Und die Bremse funktionierte halt nicht mehr. Also, ne, sehr reduziert. Ein Kreis nur noch. So, die Optionen sind jetzt, der Astra fliegt raus aus der Werkstatt. Der geht rein, weil der muss wirklich zum TÜV. Die brauchen noch ein Auto für die Koppel. Ja, ich stelle den rein und beobachte, wenn ich nochmal nachfülle. Ich besorge mir ein Drucksystem, wo ich Bremsflüssigkeit, wo ich den Behälter oben unter Druck setzen kann. Zum Entlüften kennt man das ja. Geb Druck drauf und schau mal, ob was passiert. Muss, ne, wie gesagt, das Auto stand seit Oktober. Ich glaube, im Dezember haben wir das entdeckt. Tja. Was wir im September entdeckt haben, ach, im November oder Dezember entdeckt haben, weiß ich nicht mehr genau. Kann das natürlich auch noch sein, dass, ja, dass das langsam rausgelaufen ist. Eine Sickerundichtigkeit ist natürlich noch fieser zu entdecken. Deshalb lasse ich den wahrscheinlich mal so 2 Stunden stehen in der Werkstatt mit jeweils einmal Löschpapier unter den Rädern, also unter dem Bremssystem. Und dann, ja. Wie ihr übrigens seht, sind hier überall wahnsinnig viele Mücken unterwegs. Deswegen werde ich jetzt auch langsam mal Schluss machen. Bei dem Wetter habt ihr eh keine Lust zu gucken und ich habe auch keine Lust, mich von den Mücken jetzt zerstechen zu lassen. Ja, ich merke, dass dann Aufrufzahlen immer, wenn super Wetter ist, guckt kein Mensch mehr. Kein Mensch ist auch nicht richtig, aber es gucken sehr viel weniger. Ja, servus zusammen. Ja, ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Seht ihr diesen Spritzer da? Der Schlauch ist es nicht. Wie ihr seht. So, meine Frau hält jetzt mal die Kamera, während ich mal auf die Bremse trete. Und dann sehen wir das Ding gleich. Das haben wir an der Bremsdackel. Das ist kaputt oxidiert. Das versteht kein Mensch. Das verstehe ich auch nicht. Ja. Ich meine auch eher akustisch. Ja, das ist die Schraubverbindung hier ist im Eimer. Jetzt muss ich gucken, ich werde neue Schläuche besorgen. Und vielleicht die Leitung hier nochmal. Und dann das alles nochmal machen. Neue Scheiben, neue Belege kommen. Da wo diese komische Flüssigkeit war, diese komische Verfärbung, ist das Ding undicht geworden. Ja, habe ich noch nie erlebt. Musste jetzt auch entlüftet werden und so weiter, bis das hier unten mal passiert ist. Ja, jetzt weiß ich zumindest, was los ist. Und wenn man eine Seite macht, macht man am besten die andere Seite auch gleich, bei der Gelegenheit. Kennen wir ja. Weil wenn die hier kaputt ist, ist es auf der anderen Seite auch nicht mehr lange. Ja, den Motor lasse ich gerade ein bisschen laufen, bezüglich Aufladen der Batterie. Und die Klima sollte mal ein bisschen durchlaufen. Wie gesagt, der Wagen hat schon geschimmelt. Klima läuft auch. Ist kalt. Aua. Ja, es ist wirklich nicht schlecht, wenn der mal durchläuft. Ja. Zumindest habe ich den Fehler jetzt gefunden. Aber mit alten Bremsschläuchen. Mal gucken, ob der Sattel überlebt hat. Ich hoffe ja. Die Verbindung, ich tippe mal auf diese kleinen Kupferscheiben. Zwischen, da ist eine Hohlschraube drin. Ne? Da geht praktisch, wenn das hier das Stück vom Schlauch ist, da ist logischerweise ein Loch drin.
Da geht eine Hohlschraube durch, die praktisch die Bremsflüssigkeit durchlässt. Oben und unten von diesem Schlauch ist jeweils eine Kupferscheibe. So, und wenn diese Kupferscheiben eigentlich verrotten die nicht. Manche Leute ersetzen die aber durch Aluminiumscheiben. Ja, blöd. Das ist blöd. Wie gesagt, alles nur Mutmaßungen. Ich nehme das morgen auseinander. Bin zu nichts gekommen, ehrlich gesagt. Zu gar nichts. Noch zum Arzt mussten und so weiter und so weiter und so weiter. Ich musste auch meine neue Kur anfangen. Mit Spritzen und so weiter. Naja. Ja, ist alles manchmal gelegentlich nicht so einfach, aber für ein Freitagsvideo, denke ich mal, nicht schlecht. Ja. Ja, die Teile sind bestellt, kommen morgen, denke ich. Hoffe ich. Bremsflüssigkeit werde ich jetzt gleich noch bestellen. Ein Liter. Das wird ein bisschen dauern, bis das ganze System luftfrei ist. Ich habe mir jetzt auch so ein System gekauft, damit ich entlüften kann. Das geht auch hier. Ja, mit Unterdruck. Sollte problemlos funktionieren, deswegen habe ich auch gleich einen Liter Bremsflüssigkeit bestellt. Dass wirklich restlos alles rausgeht, weil solche Defekte passieren meistens, wenn da ganz normale Bremsflüssigkeit frisch drin ist, ist das alles kein Thema. So, wird die alt, zieht die Wasser. Wenn sie Wasser gezogen ist, korrodiert alles im Bremssystem. So wurde bei unserem, hing dann der Sattel fest zum Beispiel. Das ist, passiert halt. So. Jetzt lasse ich den noch ein bisschen durchlaufen, dass er ein bisschen lädt. Ja, zumindest den Defekt schon mal gefunden. Hinten werde ich mir auch in Ruhe angucken. Muss ja sowieso die Räder runternehmen für neue Bremsen. Und Bremsscheiben, Bremsbelege, Bremsklötze hinten, Bremsbelege, ja. Backen, das war's. Bremsbacken. Ja, und Schläuche und so weiter. Ja, Standschäden, ne? Es gibt, wenn ihr einen Diesel abstellt, eine ganz einfache Geschichte. Es gibt so ein Zeug, das konserviert Diesel. Da ist ein Bioanteil drin. Das flockt irgendwann aus, weil Bakterien sich da drin einnisten. Wenn ihr ein Auto länger wegstellt, entweder müsst ihr wirklich dieses Ultimate Diesel tanken, da ist kein Bioanteil drin, bis oben hin, oder halt gucken, dass ihr dieses Konservierungsmittel da reinpackt. Ultimate ist eigentlich mehr schädlich, als dass es irgendwie nützt, aber ist halt kein Bioanteil drin, es wird nicht schlecht. Selbst Benzin hat mittlerweile eine Halbwertszeit von 9 Monaten, dann ist es durch. Ne? Also Bioanteil halt. Ja, Öl wechseln. Ein Auto länger wegstellen, unbedingt das Öl wechseln. Batterieerhaltungsladung ist klar. Und ganz wichtig, Kühlsystem austauschen, also das Kühlmittel austauschen und die Bremsflüssigkeit wechseln lassen. Wenn das Auto länger steht, kann das ganz in Ruhe vor sich hin gammeln. Ja? Und unbedingt aufbocken das Auto. Oder aufbocken, die Reifen auf 3 bar aufpumpen, das halten die meisten aus, aber selber lieber nochmal drauf gucken, ne? Auf 3 bar aufpumpen und dann ist der Drops gelutscht. Da passiert da nicht viel. Lieber aufbocken. Aufbocken ist besser. Ist fürs ganze Fahrwerk einfach besser. Ich habe schon Autos mit eckigen Rädern aus der Garage gezogen. Ne? Ja, so ist das halt. Nee, das ist auch wieder ein Korrosionsschaden, der nicht hätte sein müssen, wenn da regelmäßig die Bremsflüssigkeit gewechselt worden wäre. Aber das machen die Leute einfach nicht. Das ist das Problem. Ist halt da, ist nicht undicht, dann bleibt es drin. Ja, aber so funktioniert es nicht. Die ist hygroskopisch, zieht Wasser und das kann die ganze Bremsanlage zerstören. Vom Hauptbremszylinder bis runter an die Räder. Und das wird nicht billig, sage ich euch. Das wird nicht billig. Je nach Auto kostet so ein Bremssattel gar nicht mehr so wenig Geld. Dann noch Bremsbelege, Bremsscheiben, weil die dann wahrscheinlich auch durchgegammelt sind, wenn sie länger gestanden haben. Siehe hier. Ja gut, wenn das jetzt neue mit Beschichtung gewesen wären, okay, klar. Aber wer baut das sowas ein, um das irgendwo hinzustellen?
Ne? Bremssysteme sind halt einfach wartungsintensiv. Sollte man auch tun, ist immer ganz nett, wenn man anhalten kann, bevor man den Baum trifft. Ja. Dann haben wir das Leck schon mal gefunden, das ist schon mal gut. Okay, ich werde das Video fertig machen. Wird langsam Abend. Und ja, ich wünsche euch ein angenehmes Wochenende. Wir sehen uns Sonntag wieder. Bis dann. Ciao.